hier haben wir den und hier. Und jetzt transformiere ich das zurück. Mono. Jedes Monosignal, jedes rein reelle Signal aus einer Kombination von rechts- und links drehenden Frequenzen besteht, die sich perfekt auslöschen. Könnte man auch jetzt so probieren. Ich mache das jetzt ganz anders. Ich lade mir einen Soundfile. Gut, der ist in der. Der ist jetzt nur im linken Kanal. Kennen Sie ihn alle? Okay. Nur links. Und das ist jetzt das Spektrum. Wenn man das in den Zahlen anschaut, man hat hier, das sind die ersten Samples und das sind die letzten, sodass man es immer vergleichen kann. Und das ist das Sample 0. Und man sieht auf einen Blick, die Zahlen sind gleich. Und die sind auch gleich, nur negativ. Also konjugiert komplex. Also jeder Monosound, den wir Fourier transformieren, hat dann diese Symmetrie im Spektrum. Und dadurch kann ich jetzt Folgendes machen. Also ich bin jetzt wieder im Spektrum und jetzt lösche ich die obere Hälfte weg. Clear Upper und transformiere es wieder zurück. Und ich habe ein komplexes Signal, weil ich diese Auslöschung aufhebe damit. Und das ist grob gesagt die Hilbert-Transformation. In dem sind jetzt nur positiv drehende Frequenzen drinnen. Und das ist das, womit wir jetzt immer ständig arbeiten. Und jetzt gehe ich noch einmal kurz zurück in den anderen Fall. Also ich setze mir jetzt das Sample Nummer 1000 und das Sample 2000, also das sind jetzt eine Oktave auseinander als Frequenz betrachtet. Zoom, hier ist das erste, da kommt das nächste. Ja? So, und jetzt schaut das so aus. Also das ist die Kombination dieser beiden Frequenzen. X. Das könnte ich machen. Ja, aber
Wie gesagt, das sind jetzt nur zwei Frequenzen. Wir haben aber eine, in dem kurzen Ausschnitt haben wir bereits eine Viertelmillion von Frequenzen drinnen. Und in diesen Verstärkungen und Auslösungen entsteht die Zeitstruktur. 100% perfekt. Aber eben dadurch, dass alle Frequenzen im Spektrum eine bestimmte Phase haben. Und das war auch gestern bei dem Freeze-Zoom, wenn ich diese Phaseninformation zerstöre, indem ich sie durch weißes Rauschen ersetze, durch Zufallszahlen, dann zerstöre ich auch die Zeitstruktur und das ergibt den Freeze. Und das ist ganz wichtig, also die Fourier-Transformation arbeitet immer komplex, es geht gar nicht anders. Und es Phase von wie soll man das? Auseinander trennen. Nein, das müsste man umrechnen. Wir haben sie immer in XY-Darstellung und das muss man halt umrechnen in Radius und Phase. Aber in der Fourier-Transformation passiert das automatisch. Und wenn ihr einmal hört, es gibt sehr wohl sowas wie eine reelle Fourier-Transformation und viele Programmierer glauben, dass das nur reell funktioniert, das stimmt aber nicht. Die arbeitet genauso komplex, sie erspart sich aber die zweite Bufferhälfte auszurechnen, die ja symmetrisch ist. Also wenn ich das mache, dann ich könnte hier zum Beispiel jetzt so, möglicherweise so. Müsste man jetzt umgekehrt machen. RFT minus macht es nämlich so. Ich mache den anderen Klang, mit dem ist besser. So. Also das ist wieder dieser Sprachsample und das ist diese sogenannte Real FFT, die hat genauso ein komplexes Ergebnis, aber die obere Hälfte ist leer, weil es sowieso symmetrisch ist. Könnte ich jetzt rekonstruieren mit einem Symmetrieren und dann ist es wieder da. Also wenn man als Ausgang nur einen reellen Klang hat, nur einen Monoklang, dann kann man diese RFFT anwenden und sich dann den Rest einfach spiegeln. Und das geht halt doppelt so schnell. Aber ich habe das jetzt schon gesehen, dass einige Programmierer glauben, dass die reelle FFT, diese RFFT, ein nur reelles Ergebnis liefert. Und auch nur das reelle Ergebnis verwenden und sich dann wundern, warum die Programme nicht funktionieren. Und das komisch klingt. Ja, ist das soweit verständlich dann? Ich glaube, man muss in das Weltbild ein bisschen. Und jetzt machen wir eine Kleinigkeit. Ich schiebe das Spektrum jetzt um 1000 Hertz. So.
das ist jetzt, das sind 1000 Hertz, das ist lineare Darstellung, das sind 22.000. Das wird jetzt in diese Richtung verschoben und das da rausgeschoben wird, wird abgeschnitten. Und dann transformieren wir das wieder zurück. Das klingt so. Das ist ein bisschen ein komischer Frequency Shift, der sowohl nach oben als auch nach unten geht. Denn die positiven Frequenzen werden nach oben geschoben, die negativen nach unten. Und wenn man das nicht will, muss man eben den symmetrischen Modus wählen. Der ist bei mir von der Nomenklatur immer ein X davor. Das ist der symmetrische Modus. Für die meisten Routinen gibt es. Und das schaut jetzt so aus. Das wird jetzt symmetrisch verschoben. Und jetzt ist auch wirklich ein Frequency Shift. Und in der Form ist der natürlich perfekt sauber. Das kann man, den kann man völlig extrem machen. Zum Beispiel minus 5000 Hertz. Ups, was ist da? Das ist der Punkt beim OVB ganz gut. Ah, danke, ja. Da hätte ich jetzt lang gesagt. Das sind jetzt nur die Frequenzen über 5000 Hertz, die jetzt runter auf Null geschoben sind. Und es gibt eine verwandte Routine, die heißt nicht Shift, sondern Rotate, Rot, 5000 Hertz. Da passiert jetzt Folgendes. Also das, was hier rausgeschoben wird, kommt auf der anderen Seite wieder zurück. Also das ist jetzt wieder ein Gemisch aus Shift Up und Shift Down. Und auch das geht natürlich symmetrisch. Und das schaut dann so aus. Also was hier rausgeschoben wird, kommt hier wieder zurück. Das ist jetzt ein bisschen wenig im Pegel. Also das rotiert so. Wird jetzt nicht spektakulär klingen, aber. Und genauso ausgerüstet sind die anderen Routinen, zum Beispiel ein Stretch 2. Original und jetzt der Stretch. Ja.
und da hört man schon irgendwas ganz Hohes mitklingen. Das ist deswegen, weil der Stretch ja wieder in die negativen Frequenzen hineingeht. Auch den müsste man jetzt symmetrisch machen. Das ist relativ sauber. Also diese Verdoppelung am Schluss sind die Rundungsungenauigkeiten in der Interpolation. Eigentlich ist es hier zu Ende. Und interessant daran ist, dass diese Funktion Stretch komplementär ist in Zeit und in Spektrum. Wenn ich die in Zeit anwende, dann wird's langsamer. Wenn ich den Stretch im Spektrum anwende, wird der Klang schneller. Oder auch umgekehrter. Also wenn ich hier Stretch 2 mache, das ist der Stretch in Zeit. Und jetzt gehe ich weiter und mache denselben Stretch im Spektrum. Wieder zurück. Also. Stretch in Zeit und Stretch im Spektrum arbeiten komplementär. Wobei der im Spektrum immer symmetrisch sein muss. Da brauchen wir immer dieses X davor. Da gibt es eine Menge interessante Routinen, das müsst ihr alles einmal irgendwie ausloten. Eine kann ich gleich empfehlen, das ist eine Ordinatenverzerrung, auch wieder symmetrisch. Also ich mache sie mal in Zeit, damit man ungefähr weiß, wie die wirkt. Einen längeren Soundfile nehmen. Ja, nehmen wir den Mozart zum letzten Mal. Schlicht und einfach ein Tempo-Glissando. Also wenn man das jetzt als Koordinaten sieht, dann sind die auf der einen Seite ziemlich zusammengestaucht, auf der anderen Seite ziemlich auseinandergezogen. Was diese Klammer wie gleich 10
Das beginnt bei 10 Sekunden, 10,7 Sekunden. Jetzt machen wir dasselbe im Spektrum, natürlich wieder symmetrisch. Wenn man sich jetzt nicht abhalten lässt von diesen Phasings, die da drinnen steht, dann hört man harmonisch, dass das sehr metallisch wird vom Klang her. Einfach weil sämtliche Intervalle drinnen jetzt quadriert sind, also mit diesem Faktor 2. Also jede Oktave wird zur Doppeloktave, jede Quint wird zu einer Dezim, jeder Halbton wird zu einem Ganzton und so weiter. Das ist der das typische Spektrum von Bigeschwingungen, von Stangen. Oder? Es gibt auch das Gegenteil natürlich, wenn man da nicht... Sowas kann man auch zentrieren. Da werden jetzt sämtliche Intervalle, die drinnen sind, halbiert. Also jede Oktave wird zu einem Tritonus, jeder Ganzton zu einem Halbton. Und nebenbei ergeben sich auch diese zeitlichen Verschiebungen und dieses Phasing, weil das ja doch ein ziemlich drastischer Eingriff ist. Ich verstehe nicht ganz, warum dieses Phasing so stark entsteht. Warte mal, das machen wir so. Gehen wir ein bisschen an geringeren, zum Beispiel 1,1. Durch diese Veränderung diese Verschiebung in dem Buffer natürlich jetzt auch die Phasenbeziehungen der Frequenzen untereinander verändert werden. Die Zeitlichkeit eigentlich auch. Und die Zeitlichkeit, ja. Und dadurch entstehen so fließende Verschiebungen. Man jetzt natürlich noch geringer machen mit 1,01. Bei 1 passiert gar nichts, da bleibt es, wie es ist. Da. Man hört schon, dass so Doppelschläge drin sind. Da. Damit kann man eigentlich sehr schön arbeiten. Ich habe ein Stück, habe ich da. Soll ich noch lassen, ja?
da habe ich solche Transformationen verwendet mit Cellotönen, aber viel, viel größere Buffer, also nicht so einen kleinen wie jetzt. Mehrere solche Dinge drin, das war der Zuspielteil zu einem Lied, und zwar God Bless the Child, Billie Holiday. Und genau, das letzte ist nämlich genau mit derselben Methode gemacht, aber mit kürzeren Partikeln als Source, also nicht der ganze Buffer angefüllt mit was, sondern ein winziger Ausschnitt. Und ich glaube, das sind 80 verschiedene Klänge, auch vom Cello, also nur Anschlag, linke Hand allein, weil man es auf die Seite schlägt, das klingen lässt. Und die habe ich so transformiert, in ein anderes System gebracht und einen eigentlich nicht ein Musikstück komponiert, sondern Spieler komponiert, die Musik spielen. Thank you.
Cello, ja. Und dann haben wir so, haben wir auf diese Art mit dieser Ordinatenverzerrung, Odist, im Spektrum, 80 Samples generiert und die habe ich im Amp geladen und dann 8 Spieler definiert, die sich, die herumfummeln und sich irgendwann einmal synchronisieren auf diesen Beat. Und das war die Zuspielung zu einem neapolitanischen Volkslied. Ich habe leider keine gute Aufnahme davon, weil das ist so unglaublich schwierig in dieser Polyrhythmik, die da drinnen ist, aber die nur leicht verschoben ist immer. Ein ständig wechselndes Metrum. Und das sind die Bars, ne? Das ist ein Sample von einem Cello im Spektrum Ordinaten verzerrt. Achso, das ist es schon, oder? Ja, ja. Also, Nur mit linker Hand, nur angeschlagen. Und es ist kein Delay oder sowas? Nein. Das entsteht nur durch diese Amp-Struktur. Ja, das sind im Amp dann ein Algorithmus formuliert, der so 8 Schichten aufbaut. Wie trägt diese Information in dem Volkslied? Oder? Nein, ich habe mich ganz grob daran gehalten. Also ich habe immer versucht, also irgendwas eigenständig zu machen, nur dass man da so reinfinden kann. Da könnten wir Spaß haben, nur an diesem Abend. Das Skript, das habe ich nicht da jetzt. Das müsste ich jetzt echt suchen. Also das ist auf irgendwelchen Backup-Disks jetzt. Ja. Also wenn die Skripts zu kompliziert sind, dann schreibe ich mir manchmal eigene Programme, die die Daten generieren und die ich dann in das AMP einschleuse. Ja. Also mit demselben Sound gibt es noch was. Genau. Also der Anfang. Das sind auch dieselben Cello-Töne, aber nur ein winziger Ausschnitt und den dann im Spektrum wieder verzerrt, also diese Odist-Ordinatenverzerrung. Thank you.
das iPad schon dort oder sind es mehrere? Also das ist gemischt schon. Das ist ein Patch, ja. Aber die sind unzählige verschiedene Samples. Also haben wir erst immer die Klänge generiert und die dann mit Input-File auswechseln, diese Komposition angelegt. Ja. Okay. Und das war dann, die meisten von diesen kurzen Stücken sind Begleitungen zu Barock-Arien. Ein Auftrag, ja. Für Linz und ich kann mich noch erinnern, die Hälfte des Publikums war entsetzt, dass man zu Barockarien solche Begleitungen spielen kann. Die andere Hälfte war entsetzt, dass man zu so einer modernen Computermusik Barockarien singt. Ein paar fanden es toll. Und der Toro war dabei damals. Eigentlich Barock-Arien, dieses neapolitanische Volkslied und zwei Lieder von der Billie Holiday. Drinnen. Don't Explain und God Bless the Child. Naja, also da gibt es noch viel zu entdecken, glaube ich. Ja, auch halt noch diese Peak-Analysen durchgehen. Sollen wir eine kurze Pause machen, nur zum Nachdenken? Welt laufen fort, das ist das, was sozusagen mit den, das ist zu, das ist der Autofokus ist einfach die, so wie der Fit-Modus, dass die Grains eingepasst werden. Dort, wo sie hingeschoben werden, genau wieder eingepasst werden. Im Spektrum dürfen sie nicht drüber kommen. Also, es ist so zu verstehen, wenn das ursprüngliche Grain größer ist als der Platz, wo es hin soll, dann wird es fokussiert. Wenn es kleiner ist, dann bleibt es so, wie es ist. Wird nicht jetzt größer genommen. Sonst gibt es so seltsame Schwebungen und Reibungen. Was manchmal sehr interessant ist, ist, wenn man jetzt keinen anderen Soundfile nimmt, sondern denselben, nur mit einer anderen Auflösung von Peaks. Also ich gebe wieder mal, das lasse ich einfach stehen. Brauchen wir wieder. So. Stattdessen machen wir das, was wir vorher gehabt haben. Das heißt, ich nehme zweimal denselben Soundfile, das ist jetzt eh wegkommentiert, und gebe ihm nur eine andere Auflösung. Das heißt, die zweite Struktur hat wesentlich mehr Peaks als die erste. Passiert der Folgendes, na, die FFT müssen wir wegtun. Sind jetzt nur in der Zeitebene. Das war zu extrem. Und mit Displays.
heißt einen größeren Buffer, dass das Ganze drinnen ist. Ja. Deswegen ist das so kurz gehalten, weil da nur so wenig drinnen ist. Das geht auch weg. Also nicht mehr limitieren auf 22 Sekunden, sondern den vollen Soundfile reinladen. Also die erste Analyse hat ungefähr 700, die zweite hat 3000. Das ist eine seltsame Form einer Kompression. Umgekehrt können wir es natürlich auch machen. Hier nur 5 Zyklen und da 6. Nicht fühlt, den müssen wir nämlich einpassen. Das heißt, der Modus Fit ist da angesagt. Komisch. Da haben wir irgendeinen Knackser drinnen, schauen wir gleich mal. Besonders, aber wie gesagt, das muss man alles ausprobieren und die was haben wir da? Also sich die richtigen Soundfiles aussuchen und die untereinander hören wir nichts, wenn wir aus irgendeinem Grund am Anfang einen ziemlich lauten Knacks haben. Also das können wir beheben, entweder wenn wir das erste Sample 0 setzen, also clear.z, clear 0. Ja, das reicht noch nicht. Dann könnte man versuchen, Shift minus 0,1 Sekunden, dass wir das rausschieben. Schon besser und sondern optimal. Ja. Ja, es ist jetzt
Kein so gutes Beispiel, das Umgekehrte war wesentlich besser. Mal extremer. Das sind da 4. Ja, sehr viel. Das ist alles. Ein bisschen feiner machen auf 5 und 6. Das gibt mit jeder Kombination dann andere Ergebnisse. Da kann man sich jetzt endlos herumspielen und das geht natürlich im Spektrum genauso. Aber bevor wir jetzt solche Dinge machen, zeige ich euch noch eine andere Methode, wie man mit Grains umgeht. Und das ist dann nicht die granulare Transformation, sondern ein granularer Prozess. Das kann man sich jetzt so vorstellen. Hat wieder die Grain-Struktur, die ist auf beiden Seiten identisch, da braucht man gar nichts ändern. Dann nimmt man ein Grain heraus und lädt es in einem anderen Buffer und kann jetzt da in einem Subprozess auf dieses eine Grain alles anwenden, was es in wasbaren Dingen gibt. Und dann wird es wieder zurückgestellt. Und das passiert jetzt mit jedem von den Grains. Ich habe das schon vorbereitet, weil das nicht so einfach ist. Die sind jetzt mal wegkommentiert. Dazu muss ich mir eine Grain Size aufmachen, das ist ein Buffer der Größe 16. Also das ist so ein Hilfsbuffer, in dem die Grains geladen werden, verarbeitet und wieder zurückgesetzt. Also mal nur die Dinge, die jetzt nicht wegkommentiert sind. Nur die Zeile mal. Also ich würde es auch einmal so probieren, das weglassen. So, ja. Und da steht eben dieser granulare Prozess im Modus Displays, also er schiebt es einfach von einem Punkt, von einer Struktur in die andere. Die sind aber jetzt identisch, es bleibt am selben Platz. Size is full, heißt, dass dieser Buffer immer voll so benutzt wird, wie er ist. Er könnte auch flexibel sein und sich der Grain-Größe anpassen. Und dann steht in geschweifter Klammer ein Subprozess. Also was da drinnen steht, wird jetzt mit jedem Grain ausgeführt. Das sind der normale WASP-Befehlssatz, da kann man alles reinschreiben, muss durch Strichpunkt getrennt sein. Da ist einer zu viel. So. Also von jedem Grain wird jetzt eine FFT gemacht, dann diese Intervallstreckung mit einem Zentrum von 300 Hertz und die Intervalle zweifach gestreckt. Und das dauert jetzt ein bisschen, das rechnet ein bisschen länger.
Also eins von den Grains ist wahrscheinlich ein bisschen größer als der Buffer, aber das, deswegen macht man auch nicht größer. Naja, jetzt gibt es da einen wunderbaren Trick, also da hört man wirklich diesen Puls von der Struktur, so wie ich es vorher gehabt habe, wenn ich vorher einen Radius Delta Phasen mache. Und ein Phi Minus. Und diese Operation, dieses Slope dazwischen. Minus, ja. Habe ich das vergessen? Ja. Okay. Und das ist wieder eine der vielen Anwendungen von diesem Radius Delta Phase. Wenn ich das nicht mache, dann wird durch das Slope kriege ich wenig in den Buffer. Also der hat dann kaum mehr Inhalt und dadurch haben wir diesen Puls. Wenn ich aber dieses X-Slope in dem Radius Delta Phase Modus macht, dann bleibt ja der Buffer ziemlich voll und hat wieder, es geht wieder kontinuierlich wie vorher. Man hört ja den Unterschied. So ein Ordinatenverzerrer, also die 300 Hertz bleiben, wo sie sind, ja. Und alle Intervalle darüber werden gestreckt und alle darunter auch. Also jede Oktave wird zu einer Doppeloktav und jeder Halbton zu einem Ganzton, wirklich Intervallstreckung. Aber nur oberhalb oder? Unterhalb auch. Also 300 Hertz ist das Zentrum dann. Habe ich mir jetzt ausgesucht, ich könnte auch ein. Also ich habe. Ah, okay, nach oben, nach unten. Nach unten, ja, genau. Man braucht einen Bezugspunkt. Und das ist jetzt wirklich der Trick, also man hört es ganz gut jetzt. Da ist einfacher nachzuvollziehen, das ist jetzt ein Stretch, wo man es einfach auf zwei Oktaven höher setzt. Kommt dieses Pitch Shift ganz sauber. Wir handeln uns diese Panorama-Effekte ein, aber die kann man einfach auf Mono setzen und dann ist das auch erledigt. Und wenn ich dann jetzt diese doppelte Konvertierung weglasse, dann würde das nämlich so klingen. Ah!
Einfach weil jedes Grain für sich jetzt. Und das wird dann abgelegt in einem Protokoll. Und da gibt es einen Pfeil, der heißt. Das ist dieser WASP-PRK, ein Protokoll-Pfeil. Ups, was haben wir da drinnen? Achso, David. Da sind sämtliche Sessions jetzt drinnen, die wir heute gemacht haben. Oder von gestern, oder das ganzen 3 Tage, ja. Also was war das letzte? Das letzte war das, Mono und B. Also da kann man eine Session machen und dann selber nur immer ständig dazuarbeiten und im Protokoll-File hat man dann das Skript stehen. Ja, wo wollen wir dann in die OP, genau. Was ist WT? Das ist ja auch so eine Konvertierung, ne? Das ist eine Wavelet-Transformation. Ich meine, die könnte man kurz einmal. Das ist sowas wie eine Fliehung oder so. Nein, eben nicht ganz. Ja. So schaut das Original aus. Das ist die Wavelet-Transformation. Und das hat also eine Eigengesetzlichkeit. Also es ist, was immer man nimmt und transformiert, es klingt alles ungefähr so mit dem Daddel-Daddel-Daddel-Daddel-Daddel-Daddel-Daddel, weil das die Struktur von der Wavelet-Transformation ist. Aber was üblicherweise wird dem so eingesetzt, dass man sieht, da sind irrsinnig viele leise, so kleine Samples drinnen und die setzt man einfach null und dann hat man das Daten reduziert. Da ist alles weg, da dazwischen fehlt auch viel. Und wenn es jetzt. Also man hört es jetzt an. Also das ist ein bisschen krass jetzt natürlich, aber auf der Basis funktioniert MP3 und JPEG und alle diese Dinge. Diese mexikanische Kultur. Kenne ich jetzt nicht. Du hast auch ein Fenster, oder? Du hast ein Fenster. Ach so, ja, das sind so kleine Wellchen. Ja, so. Ja. So. Also, die Fourier-Transformation analysiert das in durchgehende Sinustöne und die Wavelet-Transformation analysiert nach so kleinen Wavelets. Und jedes Sample steht für ein so ein kleines Wellchen. Und was ich jetzt gemacht habe, oh, danke. Und das. Das einen Viertel Buffer nach links verschoben. Viertelbuffer ist so viel, jetzt schieben wir das darüber und zurück.
diese Wavelets werden jetzt ganz anders zugeordnet. Aber sonst ist es schwierig, mit der zu operieren, weil es in beiden Richtungen immer so viele Eigengesetzlichkeiten hat. In der einen Richtung hat es zumindest und in der anderen Richtung hat es, wenn man das macht, wenn man es verkehrt macht, dann hat es so Oktavfichtungen ständig. Mhm. Also wenn ich die anhöre, dann gleich einmal in die andere Richtung, das klingt dann so. Cool, ne? Es ist fast egal, welches Material man nimmt, das klingt immer ungefähr so. Also, ich würde sagen, das kann man einmal verwenden. Ich meine, das ist ja nicht verboten. Ja. Naja, gehen wir noch mal kurz zurück zu dem. Und das haben wir jetzt in AMP ein bisschen bequemer. Und der Vorteil, das in WASP zu machen, so einen granularen Prozess, ist der, dass die Structure wirklich vom Inhalt des Klanges abgeleitet ist. Das geht natürlich in Realtime nicht, weil wir so eine Peak-Analyse nicht machen können. Da müsste man immer vorausschauen und zurückschauen und so. Also, dann nimmt man halt fixe Abstände für die Grains. Was würde man denn tun, wenn man das ganz einfach, also von nirgends ableiten würde, sondern einfach zeitlich, was denn ein Ende 5 Sekunden lang, das Samsung durch scramblen, mehr oder weniger beliebig, aber ohne Rücksicht. Schauen wir mal. Ja, wir können. Ja, wir können uns eine Struktur generieren, die halt fixe Abstände hat, ohne Rücksicht auf das Material. Ich muss nur nachschauen, wie der Befehl dazu ist. Equidistanz, das ist es. Struktur in gleichen Abständen und da gibt man jetzt den Abstand in Samples ein. Das ist eine proportionale Serie. Die beginnt bei irgendeinem Sample und die Abstände werden immer größer, nämlich proportional. So, das sind die gleichen Intervalle im Spektrum zum Beispiel. Equities machen wir ja. Das ist Anwendung im Spektrum dann. Ja. So, ja, so ein Paragraphen bitte.
Und jetzt nehmen wir 4000 einmal. Ja. 4000 Samples, alle 4000 Samples ist jetzt ein Peak. Und jetzt sind alle Grains gleich groß, ohne Rücksicht auf den Inhalt. Jetzt probieren wir wieder mit dem mit diesem Pitch-Gitter. Was? Wo? Oh, 5, 6? So, wahrscheinlich ist das. Schreiben wir das so. Ja. Und das können wir uns aber jetzt einfacher machen. Jetzt sind wir im Amp und da gibt es diese Dinge schon als Object. Kann aber trotzdem sein, dass das jetzt flattern wird, aber wir werden es gleich hören. Also es hat schon mehr Rauigkeit jetzt, gell? Also im Wasp kann man das schlicht und einfach besser rein und so Feinheiten justieren. Runter ist kein Problem. Was ist, wenn du die Dimension noch veränderst? Oben? Was? Genau, da zum Beispiel 8000 rein. Du musst die Qualität auch verändern, oder? Ja, aber es wird halt. Also dann hat man schon langsam, verliert man die rhythmische Struktur dann. Also 4000 ist eh ziemlich optimal. Und wenn man zum Beispiel runter geht und wenn man es billig macht, 1000, ja, dann wird es. Ja, dann wird
Da hören wir jetzt die granulare Struktur ins Modulation. Zuerst einmal ein Amp, ja, das haben wir jetzt schon drinnen. So. Das ist echt gut. Wie viel soll es sein? Wie viele Millisekunden? 50. Ja. Da braucht man irgendeine Position, wo schon was ist. Das braucht man gar nicht. Also nach einer Sekunde wird schon irgendwas sein, damit wir nicht ins Leere starten. Du kannst es auch ganz langsam verschieben. Also es ging dann so zum Beispiel 0,001 Sequenz. Dann wird es jedes Mal um eine Millisekunde weitergeschoben. Mode 2, Crossfade und Condur, das muss halt deutlich kleiner sein als 0,05, 0,02. Thank you.
Also in WASP ginge das zum Beispiel so. Also jetzt, ich schiebe es einfach raus, dass wir wieder an derselben Position sind wie vorher. Ach, der braucht zwei. Aha. Vielleicht braucht, geht das eh so. Hm. Da kann man jetzt natürlich nicht weiterschieben, das geht nur so. Achso, okay, das ist statisch. Ja, ja. Aber wir können es kurz. Und auch, ja, gibt da auch keine Fades dazwischen, das ist alles ein bisschen. Na, den will ich. Aber du könntest doch mit BF, oder? Mit Nein, da kommst du nachher nicht mehr rein. Also so raffiniert habe ich das noch gar nicht aufgebaut, weil es ja eigentlich kaum braucht in der Form. Also nicht so. Ach, gut. Das ist eigentlich, wenn du gerade einen Loop im Spektrum hast. Ja, ganz einen harten Sinusakkord. Ja. Für das Segment 1 Millisekunden weiter kommt, ja. Und wie würde man das, wenn es ein bisschen, also nicht linear, sondern ein bisschen innerhalb, sagen wir, eine Sekunde so mehr oder weniger bleibt, dann sich bewegen würde? Ah, natürlich nicht schwer. Random. Zwischen 1 und 2 Sekunden, ja? So, die bitte, ja. Das ist ja Atempause rein, offensichtlich. Das ist ein bisschen vielleicht zwischen 0,5 und 1. Das ist im Spektrum, meinst du? Das ist im Spektrum. Die Geschwindigkeit meinst du der Tonhöhe? Geschwindigkeit, also ohne dass das jetzt schneller wird. Das kann man einfach, wenn es jetzt viele Artefakte gibt, dann kann es schon schneller werden. Ja. Das sagen wir damit, dass es schneller wird. Okay, das ist einfach. Dann machen wir da Variospeed.
4. Mit 4 so schnell und 4 so hoch. Ja, sicher, ja. Also man könnte da das Crossfade ein bisschen weicher machen. Fast zu groß wie ich. Angeschrägt, also deutlich angeschrägt mit dieser Crossfade-Funktion da. Ja. Okay. Will man dann ein Fenster, also definiert Fenster oder einfach so ein Envelope? Was wäre jetzt, wenn man zum Beispiel so ein exponentiell abfallendes Fenster gerne hätte? Dann muss man Envelope geben. Envelope, ja. Da haben wir das da irgendwo. Manuell nachschauen. Okay. Also exponentiell abfallen, ja? Das braucht man dann eher nicht so krass. Exponentiell. Also das macht jetzt im Verlauf von dem Segment eine exponentielle Hüllkurve von 1, also voller Pegel beginnend auf 0,01, also 20 dB runter. Da könnte man auch schreiben, minus 20 in eckiger Klammer dB. Also es macht keine Bell jetzt, ne? Es macht keine Bell. Nein, der wollte ja exponentiell. Das geht schon. Aber warum ist denn nicht Ramp schreiben? Na, Ramp ist gerade. Und das ist exponentiell. Ah, okay. Schauen wir mal, ob es geht. An- und Output. Das kennt er nicht. Achso, doch, ja. Ramp. Hast du recht, ja. Thank you.
klar, macht jetzt jeden kleinen Artikel sowas da. Gut, dann schauen wir, was jetzt passiert. Was heißt das, plötzlich tiefer geworden? Schauen wir was. 1000 ist schnell durch, oder? Hm? 1000 ist über. Sehen wir nur 5 Sekunden. Das ist wahr, ja. Da darf eigentlich gar nichts mehr drinstehen dann. Dann macht er 50 Sekunden, klar. Stimmt jemand nicht. Was haben wir da falsch? Ja, weil jetzt sollte eigentlich also. Nein, das sind schon 50 Sekunden. Stimmt schon, das sind 50 Sekunden, aber warum der dann plötzlich den Sprung macht, ist mir jetzt schleierhaft. Weil. Ah, das ist, weil das Envelope auf den Soundfile und nicht auf die Grains. Auf jedem Segment. Soundfile definiert? Hm? I1, ja. Das stimmt schon, ja. Und dadurch wird es, da wird ausgefällt sozusagen. Ja. Wir müssen es dann auf den Grains. Du musst dir das so vorstellen, wenn es wie du das auch sagt, das ist ein Scanner, das ist kein Scanner. Es gibt uns so keine Reaktion. Stimmt, das ist. Ah, das ist komisch, ja. Nur nach 14 Sekunden fällt er raus. Warum? Weiß ich nicht. Muss man anschauen, warum das so ist. Aber im Prinzip kann man das so aufbauen. Also mir wird es so besser gefallen. Also gibt man einen proportionalen Random, der hat jetzt eine andere Verteilung. Wie
hat das nur 5 Sinn. Ja, weil das mit 1000 irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Irgendwie raus. Na gut, jetzt könnte man schauen, wo. Das machen wir anders in so einem Fall. Connection-Mode ist Crossfade. Das heißt, größer Wert? Sie werden ein bisschen überlappt und schräg geschnitten, damit es nicht knackst an der Stelle. Und was ist dann Korn? Das ist die Häufung, oder? Nein, das ist 2, besagt einfach nur der Modus. 1 wär Portamento, da werden die Parameter verbunden, verschliffen. Und der Modus 2, also gibt es ein Crossfade von einem Segment zum nächsten. Also wie die Segmente verbunden werden, das ist die Connection. Ja. Und die Dauer von dem Schnitt ist eine Hundertstel Sekunde. Also es wird das vorige Segment kurz ausgeblendet, während das nächste eingeblendet wird. Und wo also die Intensität oder Häufigkeit der Segmente, wie würde man das? Also jetzt ist es wie ein Streu. Ja. Und wenn man das jetzt seltener oder weniger. Ach so. Gut, dann muss man statt der Random-Funktion sich irgendwas anderes einfallen lassen. Ja. Also es gibt für diesen Random gibt es auch einen Modus Pink. Also man verwendet sowas wie weißes Rauschen als für die Zufallszahlen. Mhm. Wenn man das Pink setzt, also rosa Rauschen nimmt, dann sind die Unterschiede nicht so groß. Macht immer nur kurze Schritte in verschiedene Richtungen. Das wäre dann. Bizarren Sprünge, sondern eher so verlaufen. Wenn man jetzt diese Geschwindigkeit reduzieren müsste, dass es mehr langsam gehen soll. Ach so. Ja, dann müssten wir da. Gehen wir auf 2 Zehntelsekunden, ja? Das reicht dann schon. Einfach die Dauer, die Duration, habe ich jetzt auf 0,2 gesetzt, nicht auf 0,05. Ah ja, okay, dann wird es länger. Ja. Ah, okay, das geht nicht unabhängig voneinander, also dass man extrem kurz, zum Beispiel, also wenn man jetzt 5 Millisekunden nimmt, ja. aber nicht irgendwie, also 5 Millisekunden Segment, ja. dann 50 Sekunden Stille, 5 Millisekunden
Segment 50 Millisekunden Stille und so weiter. Also so, dass man diese Zwischenräume, Intervalle zwischen den Segmenten. Du musst mit Zeit arbeiten. Dann. Also dieser Klang, nur diese 50 Millisekunden, ja? Ja. Und dann beginnen wir bei 0. Und jetzt kannst du Zeitabstände eingeben. Ah ja, okay. Also zum Beispiel diese 50. 50 Millisekunden? Ja. Dann ist eh dasselbe, was wir jetzt haben. Das sind auch 50 Millisekunden. Ja, ich will es nur hören. Ach so, ja. Sequenz. Aber ist das nicht eine halbe Sekunde? Ah ja, ja, ja. Genau. Jetzt ist die Connection nicht aktiv, weil die funktioniert nur bei zusammenhängenden Segmenten. Jetzt gelten sie als frei, es ist zwar dieselbe Struktur, es gelten als frei. Jetzt wird kein Crossfade gemacht, jetzt müssen wir das eher mit Fade-In 0,01 und Fade-Out 0,01, damit es nicht knackst. Da es natürlich möglich ist, wir können die Dauer länger machen. Zum Beispiel 2/10 Sekunden. Oder noch länger. 1 Sekunde. Ist es das? Gut. So machen. Jetzt ist wieder diese Sequenzstruktur mit alle 50 Millisekunden und jedes Element ist aber selber 10 Sekunden lang jetzt übereinander geschichtet. Ja, ja. Also das ist manchmal ganz brauchbar mit den, klingt zwar komischer, rosa Random, mit dem Pink. Das macht nicht so bizarre Sprünge wie das weiße Rauschen. Und das eher so, ist auch zufällig, aber ist mehr verlaufend. Das kann man natürlich auf Rot auch noch setzen, auf Red, dann ändert sich ganz wenig. Das ist fast wie Brownsche Bewegung, so Elementarbewegung. Also es geht immer in irgendeiner Richtung ganz langsam und dann dauert es ewig, bis woanders hinkommt. Und ja. Red.
Gut, jetzt haben wir eh genug für heute, oder? Wieder was zu tun. Ja, wieder was. Oder ja, ja. Daniel, wir sind ganz woanders gelandet. So eine Funktion, also wenn man es in der Zeit anwendet, macht es die doppelten Frequenzen. Das heißt, das ist ein Frequency-Stretch. Wenn man es in der Frequenz macht, macht es einen Time-Stretch. Das heißt, man kann es, also es gibt nicht variable? Nein, eben nicht. Es geht nur die doppelte. Und wenn man dann die vierfache nimmt, das wird schon, also das könnte man nur. Mehr Platz. Ich muss einfach, für diesen Stretch muss ich einfach Platz lassen im Buffer. Also ich das isoliere von 0 bis zu einem Viertel Buffer, heißt das. Da kommt dann der Stretch rein, weil sonst wird das verschoben. Tja, unerträglich. Einmal hintereinander, also wird einmal gestretched und das noch einmal geht. Was macht das in Isolierung nochmal? Isoliert, also nimmt nur diese Portion zwischen 0 und einem Viertel Buffer heraus und der Rest wird gelöscht. Also es gibt Isolate, was heißt das, es gibt dasselbe auch auf Mute, da wird nur der Teil 0 gesetzt. Natürlich interessant, was das aus dem Mozart macht. Schon einen eigenen billigen Klang dann. Gut, dann gehen wir mal jetzt weiter in diese Peak-Analysen. Die Frage ist jetzt, welchen Soundfile soll man nehmen dafür? Stravanzo vielleicht? Welchen Soundfile soll man als Testfile nehmen? Für die Peak-Analyse. Ja, für die Peak-Analyse, ja. Ja, aber welchen? Gibt es so viele? Die
Wie heißen die alle? Ne? Nicht so mit der Child in Time, oder was anderes. Das mit dem Wiener Lied. Also das. Wie heißt das? Kannst du mir das sagen, wie der Pfeil heißt? Kleiner Stravanzer. Mit. G underscore. Am Anfang. Ach so. Okay, eben, ja, das meine ich ja. A-Klava. Klava. Und einfach weitergeschrieben. Minus Stravanzer. Minus Stravanzer. So. Gut. Punkt was. Schauen wir mal, wo der anfängt, der für Offset hat. Was? Was bedeutet? Was das heißt? Streuner. Umstreuend. So wie du. Heyo, nichts geholfen. Agana Stravanzer. Aguzi Polychoptum Hagö. Joa Iawich Agana Stravanzer. Also die ersten 22 Sekunden mehrmals davon. Das ist D. B oder D? D, das ist die Dauer. Der lädt jetzt nur 22 Sekunden davon. Okay, kann man mal lassen. 136 Peaks, das ist ganz gut. Und jetzt machen wir dasselbe wie gestern. Nehmen wir die Dollar Size. 16 am besten. Was ist diese Dollar Size? Mhm. Structure. In S, Struktur. Das ist einfach ein Platz, damit man also mit dem Dollar davor werden die Peaks nicht in den Buffer geschrieben, sondern in eine Liste. Und gestern habe ich das herumprobiert und wenn ich die Size größer gemacht habe, dann habe ich auch diese Dollar größer machen müssen. Genau. Also wenn man Strukturen jetzt bearbeiten will, dann haben die immer Befehle immer dieses Dollarzeichen davor. Und jetzt können wir mal schauen. Da gibt es diese Routine IGO, das ist In-Place Granular Operation. Das heißt, da braucht man keinen zweiten Buffer dazu, sondern das wird in demselben Buffer gemacht. Und da gibt es schon jede Menge Zeug.
Die haben wir gestern schon gehabt. Ich lasse sie mir jetzt irgendwie unten liegen. Also jetzt, diese Structure, die jetzt da eingelesen wird, ist jetzt die Basis für granulare Operation. Wobei immer ein, wo ein Peak ist, hat jedes Grain sein Maximum und die linken und rechten Verläufe gehen bis zum nächsten Peak. Und die überlappen sich perfekt, sodass sie insgesamt wieder den Inhalt repräsentieren. Wenn ich hier einen Peak habe, hier, dann geht das erste Grain da, das zweite Grain liegt dann so drinnen. Nächste so. Und das sind immer so Kurvenformen, die, wenn man sie summiert, linear sind. Sodass, wenn man alle Grains wieder zusammen, nicht unverändert wieder rekonstruiert, dann kommt das Original wieder perfekt zustande. Und ich habe das eben im WASP so angelegt, dass grundsätzlich die Grains nicht gleich groß sind, sondern von dieser Struktur abhängig. Und auch nicht symmetrisch, da kann der linke Zweig kann kürzer sein als der rechte oder umgekehrt. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel Fokus 1 mache, werden diese Grains entnommen, zwischengebuffert und dann wieder rekonstruiert, wieder zusammengesetzt. Fehlt uns jetzt ein Eck, das haben wir gestern schon gehabt, wir müssen eine Grenze reingeben. Bei der Peak-Analyse, der Rand, Margin, ist gleich Zero, also Nullpunkt. Weil dort gibt es ja keinen Peak, also da, wie hier, wenn das der Anfang ist, dann ist ein Nullpunkt, kein Peak und der Teil fehlt. Das macht jetzt die Kante. Mit dem Befehl Margin, das ist gleich Zero, wird hier auch noch ein Punkt gesetzt. Ihr könnt probieren, ob es wahr ist, ob das wirklich gleich ist. Aber die Resynthese bringt jetzt unverändert das Original wieder zustande. Obwohl das jetzt in 136 oder so Grains zerlegt wurde und wieder zusammengebaut. Und wenn ich aber jetzt da den Fokus einen anderen Wert gebe, so wie ich es gestern schon gehabt habe, 0,1, dass jedes Grain fokussiert wird auf 10%. Also es wird dann nur der Ausschnitt genommen.
Müsste jetzt natürlich auch gehen mit einem Fokus, der größer ist. Also das ist sozusagen die Grain-Größe. Genau. Also er nimmt an der Stelle nur ein kleineres Grain raus. Nicht in der Originalgröße. Also wenn, dann muss man das jetzt anders lösen. Und das geht nur bis 1. Da war man selber nicht sicher. Na gut, und jetzt haben wir... Und diese granularen Operationen arbeiten immer mit Strukturen. Und bei diesen Strukturen kann man bei dem Grain einmal die Amplituden behandeln. Zum Beispiel nivellieren, das kann man gleich mal probieren, setzt dann jedes Grain auf vollen Pegel. Natürlich jetzt alle diese Zwischengeräusche, aber jetzt granular rauf da. Also auf der Ebene ist auch ein Kompressor möglich, der ist auch ganz gut, das war Boost, glaube ich. Boost. Dann zwei. Also dieser Kompressor Faktor 2, da werden auch die leiseren Dinge angehoben, aber nicht so extrem. Natürlich auch das Gegenteil, dass man einen Expander draus macht. Das heißt, dann verschwinden diese leisen Zwischenbereiche. Jetzt kann man das ganz extrem machen. Jetzt sind die Grains selber überhaupt nicht verändert, sondern nur die Amplituden, maximale Amplituden nicht bearbeitet. Und da gibt es jetzt die Varianten, die wir schon kennen, Stretch, Distort, Slope, Mirror, und zwar auf die Ordinate angewendet. Also die Ordinate in diesem Fall ist Zeit, wenn wir nicht im Spektrum sind oder in Frequenz. Und das kann man jetzt zum Beispiel mit dem Stretch-Befehl jetzt
die Quellenpositionen verändern. Also strecken und die ganze Struktur strecken oder stauchen. Also ich lasse das einfach mal so stehen. Also dass wir das alles in den Pfeil drinnen stehen haben. Das erste war, glaube ich, Ego. Dann haben wir gehabt. Und jetzt machen wir Expander. Achso, und da war nur der Wert anders. Ja. Achso, da war der Wert und wie war der Wert? Erst haben wir gehabt 2. Das war der Kompressor, wenn es größer als 1 ist, ist es ein Kompressor, okay. Wenn es kleiner als 1 ist, ist es ein Expander. Ich mache gleich einmal einen negativen Stretch mit einem Wert von 0,5. Es wird jetzt die Struktur zusammengeschoben. Hopp. Und so, dann soll ich das anhauen. Achso, ja, und Stretch. Was haben wir es gehabt? Das ist 11. In irgendeinem Grund mag er das nicht. Gut. Na? Stimmt irgendwas nicht. Jetzt auch machen. Das schaut dann so aus. Buffer B aufmachen. Jetzt folgendes, ich kopiere mir diese Peak-Struktur in eine zweite Liste und in der Liste wird sie stretched, beziehungsweise in dem Fall verkleinert, die Position, die Peak-Positionen nämlich. Und dann werden die Grains von der einen Stelle genommen und von einer Struktur genommen und nach der anderen Struktur wieder zusammengebaut. Und zwar mit diesem Modus Fit, so dass wieder genau eingepasst sind. Ja, das ist schlicht und einfach doppelt so schnell. Und natürlich merkt man, dass hin und wieder was verloren geht. Das ist gar nicht anders möglich. Kein Schaden. So, mal probieren. 10-mal zu schnell. Und wenn man jetzt das nicht einpasst, sondern die Grains so groß lässt, wie sie waren, das sind das Displays, glaube ich, ja. Da werden sie einfach nur genommen und in der Originalgröße dorthin geschoben. Das heißt, die überlappen sich dann. Also das müssen wir jetzt fast länger machen. 22 Sekunden, und dann ist er mal weg. So.
Okay, sollte gehen. Wie lang ist denn der Pfeil ungefähr? Wolfgang, weißt du das? Ja. Minuten 08, das heißt 128 Sekunden. Das können wir jetzt auch so schreiben hier, das ist vielleicht auch interessant. Ich kann die Size auch angeben in 128 Sekunden. Dann wird die Buffergröße die nächstgrößte Zweierpotenz ausgewählt, dass der sicher reinpasst. Das sind 23, ja. Ganz genau eingepasst und so wenig. Eingepasst in was? In die Zielstruktur. Also wir haben da eine Struktur, die schaut dann so aus, dann liegt das Grain so da, ja? Dann liegt das so. Und wir haben das jetzt ziemlich gestaucht, das heißt, das hat so was. Jetzt wird der Teil genommen, es wird nur so viel genommen, dass hier Platz hat, nur der Ausschnitt. Von dem auch nur der Ausschnitt. Und die werden dann hierher geschoben. Und bei Displays wird das ganze Grain daher geschoben. Dadurch überlappen sie sich. Das mischt sich dann. Wir können es jetzt auch umgekehrt probieren, also das speichert ja ab, das klingt gut. Stretch 4 mit Displays, da wird das Gegenteil passieren. Die Grains bleiben so groß, wie sie sind, und dazwischen ist dann nichts, da ist Luft. So groß, genauso groß wie sie sind, kommen aber in andere Positionen, andere Struktur. Und wenn wir da jetzt statt Displays das Fit wieder einbauen, dann werden die Grains entsprechend größer genommen. Einfach mehr Grains nehmen, also indem man
die den Zyklus runtersetzen, also weniger oft durchlaufen lassen, zum Beispiel nur viermal, dann kriegen wir deutlich mehr Grains. Über 12.000, das ist schon ein bisschen viel. Ja. Perkussiverer Klang wäre, dann würde man schon hören, dass da ständig so kleine Wiederholungen drin sind. Also man hört es bei den K und T, dass das ein paar Mal kommt. Da. Aber im Prinzip ist das jetzt eine ganz einfache Methode für Time Stretch, wo man noch gar kein Spektrum dazu brauchen. So schaut das aus da. Was haben wir jetzt da? Und da gibt es natürlich jetzt andere auch. Bisher haben wir nur die Struktur verändert. Also Entnahmestruktur und Zielstruktur, die kann man jetzt ganz verschieden aufbauen. Und gestern haben wir auch schon probiert, dass man die zweite Struktur von einem anderen Material aufnehmen kann. Ich kann da irgendwas einschleusen und halt die Grains von einer Struktur in jede beliebige andere einpassen. Man kann aber auch die Grains selber verändern und die Struktur gleich lassen. Das wäre dann das nächste. Also hier habe ich die Struktur gestretched und die lasse ich jetzt gleich. Das kann man so lassen. Und jetzt werden die Grains gestretched. Schauen wir mal, wie das wirkt. Machen wir wieder ein bisschen. Brauchen wir jetzt nicht zu viel dazu, das passt schon. So, da braucht man einen Faktor, klar. Faktor 2. Genau. Und da könnte man dasselbe machen, also stretchen und wieder einpassen in die Originalgröße.
Das wäre dann die Funktion str-fit. Ja, das ist jetzt auch eine Methode, einen Downpitch zu machen, also alles eine Oktave runterzusetzen, ohne dass man spektral arbeiten muss. Rauf wird dann natürlich, wenn ich das jetzt kleiner nehme, 0,25. Ich höre schon. Natürlich, wenn man jetzt da die ursprüngliche nimmt, also nur den reinen Stretch, dann muss ich das ziemlich überlappen. Struktur jetzt deutlich raus. Könnte man jetzt zum Beispiel kompensieren, indem man das Ganze wieder ganz normal zehnfach stretcht. Ich habe das jetzt einfach noch dazu geschrieben, mit Tab kommt man in diesen interaktiven Modus, wo man dann einfach weiterschreiben kann. Und noch einmal Tab, kommen wir wieder zurück. Und jetzt wäre es natürlich interessant, was passiert, wenn man das im Spektrum macht. Neues Ding. Kapt 6, glaube ich, ja. Jeden Buffer ist einer Strukturliste zugeordnet. Im vorigen, was? Im vorigen, kopierst du praktisch die Struktur vom ersten in den zweiten Buffer. Genau, ja. Der hat aber dann sonst nichts drin. Der muss leer sein.
Ja, ist sonst leer. Ja. Und was passiert, wenn ich unten schon eine Saugfeile habe? Dann wird das Ergebnis dazu gemischt. Okay. So, jetzt machen wir das sehr kunstlos im Spektrum. Also mit Fokus 1 ist wieder unverändert. Und wenn ich jetzt ein bisschen kleiner nehme, zum Beispiel 0,5. Schon so einen resonierenden Ton. Und wenn ich das jetzt noch kleiner mache, also 0,1, ist ein Fokus, also die spektralen Quellen jetzt limitiere. Ausgedünnt. Durch diese Fokussierung im Spektrum wird die zeitliche Struktur unschärfer, wird verschwimmen so. Gibt ein Phänomen, jetzt kann man Folgendes machen, ich schreibe die Peaks jetzt wieder in den Buffer und schaue mal an, wo diese Peaks jetzt liegen. Und das sehen wir jetzt ziemlich deutlich, wir haben einen Peak bei 20 Hertz, dann kommt einer bei 132 und ab da werden es immer enger. Das liegt daran, weil wir die Peak-Analyse ja linear machen. Und von den Abständen her sind sie so ungefähr durchschnittlich gleich, weit voneinander entfernt. Aber jetzt proportional gesehen, von den Intervallen her nicht. Da geht es nach oben immer enger und die werden so eng, dass man da gar keine einzelnen Striche mehr sieht. Und jetzt gibt es eine andere Methode, eine andere Art Peak-Analyse, die so klingen die Peaks, weil jetzt macht jeder Peak eigentlich nur einen Sinuston. Die gibt es aber nur in der Structure, das schaut dann so aus. Das heißt Modified Peaks, das heißt da wird eine Hüllkurve über das Spektrum gelegt und von dieser Hüllkurve werden die Peaks genommen. Und die Hüllkurve hat jetzt im tiefen Bereich eine andere Auflösung als im hohen Bereich. Mal schauen, das muss irgendwo gehen. Wieder normal und symmetrisch die Peak-Analyse und linear, logarithmisch oder dazwischen. Also ein Mittelding zwischen linear und logarithmisch. Probieren wir mal die logarithmische. Und
da muss man ein bisschen anders damit umgehen. Also ich mache jetzt nur zwei Durchläufe und wir brauchen diese 100 Hertz für das Hüllkurvenfilter. 10 Hertz? 10 Hertz, ja, genau. Und dann schauen wir mal, wie diese Peaks ausschauen. Was? Was ist nicht available? Das gibt's nicht. Ah, das geht nur im symmetrischen Modus, sorry. Den müssen wir auf alle Fälle nehmen. Jetzt haben wir folgendes Problem, also diese Funktion gibt es nicht, die gibt es nur in der Structure. Wenn ich die jetzt sehen will, wo die Peaks liegen, muss ich mir diese Structure in den Buffer laden. Also erst einmal clear. Jetzt muss das so gehen. Jetzt liegen sie irgendwie schöner verteilt, aber es sind ein bisschen zu wenig noch. Das kann man jetzt ändern, indem man entweder... Also das ist jetzt der Klang nur von den Peaks. Klar, ich habe jetzt Peaks im Spektrum gesetzt und jeder Peak repräsentiert, zurücktransformiert einen Sinuston. Habe ich jetzt ein Gemisch von 39 Sinustönen. Wenn ich mehr Peaks haben will, kann ich entweder den Zyklus herabsetzen auf 1 oder diese Frequenz erhöhen. Gehen wir mal auf 30 Hertz, weil dann wird die Hüllkurve bizarrer. Je kleiner diese Filterfrequenz ist, umso weicher wird der Hüllkurvenverlauf. Deutlich mehr. Das klingt so. Achso, das ist in dem Fall kein Varisbit, das ist ein Fuse-Pack. Das haben wir vorher immer gehabt mit einem Schrägstrich. Den brauchen wir aber nicht, weil wir eh im Spektrum sind. Naja, das tun wir das wieder mal alles weg. AVB. Toller Copy. Also jetzt machen wir wieder eine granulare Transformation von der einen Struktur in die andere. Da die aber gleich sind, muss jetzt dasselbe rauskommen. Und an der Stelle können wir aber die Struktur wieder verändern, zum Beispiel ein Dollar symmetrisch bitte. Ja. Und Autofokus ist der Modus, den man im Spektrum nehmen sollte. Also wenn das erstmal will, irgendwas Experimentelles erzeugen, dann kann man auch Fit oder Displays. Oral.
Das wäre natürlich auch wieder eine Methode, einen Time-Stretch zu machen. Also wenn ich das jetzt wieder ganz normal strecke, in den Faktor 2. Stretch. Diese Ordinatenverzerrung, die wir halt schon in einem anderen Kontext gehabt haben. Geht natürlich auch in die andere Richtung, statt 1,5, also das tun wir wieder weg. Da. Dann Faktor 0,5. Das wird jetzt auch wieder sehr extrem hoch. Muss dabei mal gut sein, machen wir eine Pause. Sollen wir weitermachen? Ja, gut. Dann immer weniger. Ich bleibe in den Wald. Ich weiß ja. Ja, wir haben ja. Letztens schon gesehen, dass man auch ganz verschiedene Strukturen nehmen kann. Also ich könnte mir jetzt einen anderen Soundfile laden und von dem die Structures nehmen und die austauschen. Zum Beispiel wie heißt das jetzt? Child in Time? Child mit Bindestrich? Was ist das mal? Nein, mit alles. In? Alles. Danke. Und dann machen wir es dasselbe.
Ah, da haben wir so einen Filter immer drinnen gehabt. 150 Hertz. Was passiert, wenn man den nicht nimmt? Was passiert, wenn man den nicht nimmt? Das Filter? Ja. Naja, in dem Take, da hat Gilbert ja diese Orgellinie gesungen. Ah, das bam, 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 da, 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 da. Und die hört man da noch durch im Mikro. So. Das passen wir jetzt wieder ein und geht dann. Sweet child, in time, you'll see the light. Ich wollte nur überprüfen, ob der Bass weg ist, ja. Sweet child, in time. Ah, jetzt habe ich was vergessen. Ich muss diesen Buffer nach der Analyse wieder löschen. Sonst bleibt es drin stehen und wird dazu gemischt. Einfach clear. Jetzt geht's. Sweet child in time, you'll see the light. Light it's drawn between good and bad. See the blind man. See your way. Boy, against the Straße. Hagelt hits for the bottom of the car. Was ist der Plan, was ihr jetzt macht? Nur diese granularen Prozesse noch. Mit verschiedenen Strukturen. Also das geht natürlich jetzt in der Zeitebene und in der spektralen Ebene genauso. Also das können wir wieder so machen wie vorher. Auf T. Und da braucht man aber wieder diese Rhythmisch. Was haben wir da gehabt? 32 Hertz, genau. Schön, aber das wollte ich nicht. Ich wollte ja in einem besseren Frequenzbereich, das heißt, wir machen da. Probieren wir mal so. Oh, das sind jetzt sehr viele her.
das ist jetzt natürlich ziemlich wild. Ah ja. Probieren wir es mal umgekehrt. Also das sind einfach viel zu viele Peaks. Dadurch werden die Grains so schmal, dass sie keine zeitliche Struktur mehr haben. Da verschwindet es. Wir müssen schauen, dass wir weniger Peaks rauskriegen. Also doch. Zwei. Und dann vielleicht ein bisschen schärfer machen. Ich verwende jetzt zwei ganz verschiedene Strukturen von den zwei verschiedenen Soundfiles und daraus die im Spektrum jetzt aus. Von einem Soundfile haben wir die zeitliche Strukturen, vom anderen die harmonische. Das könnte man jetzt ein bisschen raufschieben noch, dass es ein bisschen höher wird. In den Grains, die wir da nehmen, die nehmen wir ja von dem Stravanzer-Lied. Und das sind so kleine Einheiten und in denen steckt aber eine Zeitstruktur drinnen. Sie werden bloß jetzt in eine andere Frequenzregion geschoben. In der von dem Child in Time. Aber das war vorher auch so. Ja, aber ich habe da einfach nur einen Stretch einbaut, dass es ein bisschen höher wird. Dann können wir jetzt also weg. Ja, ich meine, noch bevor die Waffen vertauscht haben, war es genau das gleiche. Also ich meine. Na, schauen wir mal. Da war. Schauen wir. Nicht mehr darauf, das. Na, jetzt ist es so.
Also jetzt haben wir das, was ich erst gehört habe. Und jetzt haben wir den Rhythmus vom Stravanza und die Harmonik vom Charlie enthalten. Genau. Ja, das könnte man jetzt ein bisschen runtersetzen, dass nicht so extrem hoch ist. Also da könnte man das. Fast zwei Oktaven untersetzen. So, Moment mal. Ja, geht. Weil sonst der Pfeil, der da drinnen geladen ist und analysiert wird, ja noch drin stehen bleibt. Und das wird, die Grains werden immer reingemischt. Dann wird der auch noch drinnen sein. Ja, das mit dem Zeit und Harmonik hat mich verblüht. Das mit dem Zeit und Harmonik hat mich verblüht, weil ich lade, wir laden ja immer das. Na schau. Wir laden das normale Soundfeld. Gut, ja. Dann wird FFT und dann die Peak-Analyse. Genau. Das macht man zum zweiten ebenfalls. Jetzt haben wir da verschiedene Strukturen. Genau. Jetzt nehmen wir von, also der Buffer wird wieder gelöscht. Dann darum ist diese Zeitanalyse weg. Also diese ganze Struktur. Nein, die Struktur bleibt ja. Bleibt. Aber der Bufferinhalt ist. Der Bufferinhalt ist weg. Ist weg. Und jetzt wird von hier ein Grain genommen aus der Struktur und an den entsprechenden Platz woanders hingeschoben im Spektrum. Von der Struktur vom zweiten. Genau. Mhm. Also die werden so kreuz und quer zugeordnet. Und die Grains müssen groß genug sein, dass die Zeitinformation noch enthalten ist. Wenn man die zu klein macht, dann verschwimmt die Zeitinformation. Also das haben wir erst gehabt, wenn ich den Faktor wieder auf 1 setze. Dann fängt das alles zum Verschwimmen an. Ja, dann wenn die Grains klein sind, dann können sie nicht mehr, haben sie keine zeitliche Genauigkeit mehr bei der Rücktransformation. Dann klingt es so. Ja. Also das ist zu viel. Und man muss da immer schauen, dass die Anzahl der Peaks halbwegs gleich ist. Weil sonst verschiebt sich das auch völlig wild in der Tonhöhe. Das ist die einzige Art und Weise, die große Grains zu bestimmen. Beeinflussung durch die Peaks, also mehr Peaks zu. Dann kriegst du dann weniger zeitliche Auflösung. Man kann es so besser machen, schau. Lass mir da wieder die 2. Und wir geben hier nur 3 und 5 Hertz. Jetzt muss ich ja jede Menge. Upsala. Da ist ein Gegendrüster. Na, wollte dann jetzt das gerade Gegenteil bewirken. Also auch geben wir 300 und 500. So. Also es beginnt jetzt zeitlich zu verschwimmen. Thank you.
Platz und das die Verschiebung? Nein, das ist die. Das ist eine Filtereinstellung für Hüllkurvenfilter. Also es wird im Spektrum eine Hüllkurve angelegt. Ja. Und die wird auf Peaks analysiert. Also nicht wirklich die Wellenform, sondern diese Hüllkurve. Und wenn das logarithmisch ist, dann ist hat die Hüllkurve in den tiefen Frequenzen eine feinere Auflösung als in den höheren. Und so kann man die Anzahl der Peaks mit der Frequenz auch noch regulieren. Aber das war eh ganz gut. Aber da kann man sich jetzt herumspielen, das ist vielleicht nicht das beste Klangmaterial dazu, da sollte man vielleicht ganz was Konträres einbringen als zweites. Den Mozart oder sonst was.